Es war ein dunkler, stürmischer Nachmittag, als ich mich aufmachen musste zum lokalen Flohmarkt, weil meine Festplatte wieder voll mit Videos war. Dort suchte ich nach alten Festplatten mit genug Speicherplatz, um meine ausufernde Let's Play-Tätigkeit unterbringen zu können. Allerdings wurde ich nicht fündig, bis auf einen allerletzten dunklen Stand, wo ein alter Mann mir eine Festplatte reichte und auch nur 4,90 Euro verlangte. Erst war alles in Ordnung, bis dann irgendwann auf meinem Desktop dieses Symbol auftauchte. Anubis Echse. Kleiner Spaß an der Stelle, Leute, und willkommen zu Power Slave. Warum das Ganze Anubis Echse heißt, das hat den Zusammenhang, dass mir die Nase hier was vorbereitet hat. Und ich weiß nicht genau, welcher Port das ist. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie Power Slave EX ist oder Exhumed HD oder so. Das Ganze heißt nämlich wirklich nur Anubis Echse und ich konnte so schnell nicht rausfinden, welcher Port das hier genau ist. Allerdings weiß ich relativ genau, welches Spiel das hier ist. Und zwar ist das hier Power Slave, aka Exhumed, weil das Ganze je nach Region heißt das mal anders, weil es da ein paar Copyright-Probleme gab. Wie ihr das unten seht, hier hinter Copyright 1996, das hier ist ein altes Spiel, welches auf der Bald Engine beruht. Und zwar gehört das in die gleiche Reihe wie Duke Nukem 3D, Blood und Shadow Warrior. Allerdings ist hier die Firma, die das Ganze programmiert hat, und zwar Pixel Software Inc., hergegangen und hat die Bald Engine noch ein bisschen stärker aufgebohrt, damit die noch ein bisschen mehr kann. Das hat natürlich den Vorteil, dass das Spiel ein bisschen besser aussieht, noch ein bisschen ein paar Fähigkeiten hat, die die anderen Bald Engine Spiele so nicht haben. Das hat allerdings den Nachteil, dass das Ganze hier unglaublich schwierig zum Laufen zu bringen ist und das funktioniert gerade nur mit einem Port. Das Ganze stammt von 1996 bzw. von 1997, denn das hier ist wohl nicht die PC-Version des Spiels, sondern die PlayStation-Version. Die PC-Version gilt als relativ merkwürdig bzw. nicht so ganz so geil und alle Fans des Spiels, die sind eigentlich eher Fan von der PlayStation 1 Version und deswegen haben die PlayStation 1 Version geportet. Wir machen ein neues Spiel. So, wir drücken hier drauf. Ne, wir nehmen uns einen neuen Slot. Und wir sehen, das hier ist das Besondere, auf der PlayStation Version haben wir hier eine Karte. Wir sind in Ramses Grab. Wir können uns bis jetzt noch nicht aussuchen, wo wir hinwollen. Das können wir dann später tun. Auf der PC-Version arbeitet man Level für Level ab. Hier sieht das allerdings so aus, dass wir uns auf einer Karte befinden. Aber wie bei solchen Spielen üblich, am Anfang haben wir keine Wahl. So, Machete gezückt und auf geht's ins Spiel. Wir sind unschwer zu erkennen im alten Ägypten. Unter anderem erkennbar an den zwei Pharaonenköpfen. Wir sind in Ramses Grab und wir sehen, wir haben, wenn wir uns umgucken, immer noch so ein bisschen Headbobbing dabei. Und wir haben unglaublich großes Level, was unglaublich leer aussieht. Ich meine, hier ist schon das erste Secret. Ja, scheinbar doch nicht. So, dann gehen wir mal hier rein. Bewaffnet sind wir mit einer Machete. Ich meine, wenn wir Shift drücken, genau, können wir so ein bisschen was angucken. Karte. Ramses Grab Ortskarte ein. Wahrscheinlich muss man die Karte irgendwie einschalten. Arsenal haben wir unsere Machete. Artefakt, da haben wir keine. Und Slender, ich weiß nicht genau, was das ist, haben wir nicht. Ich habe mir das Spiel vorher, beziehungsweise vor so ein paar Monaten, schon mal ein bisschen genauer angeguckt, beziehungsweise so ein bisschen reingeschnüffelt. Und deswegen weiß ich so ein bisschen, was los ist. So, gucken wir mal. Hier, bevor wir unseren ersten Gegner sehen, bekommen wir unsere erste Waffe. Das ist ein Revolver, der so ein bisschen zittert. Ah, was könnte das sein? Smith & Wesson 29. So, und sobald wir die Waffe haben, kriegen wir schon den ersten Gegner. Das hier ist ein kleiner blauer Skorpion, der hier immer, ja, der tanzt immer so ein bisschen. So, wenn man die hier kaputt macht, meine ich, da kommt immer irgendwas raus, was man eigentlich ganz gut brauchen kann, wenn man Glück hat. Zum Beispiel diese Dinger hier. Das ist Waffenkraft und zwar ist das ein bisschen merkwürdig gelöst. Und zwar, wenn ich den Revolver abfeuere, verbrauche ich keine Munition, sondern ich verbrauche diese blaue Waffenkraft, aka Mana hier. Und wenn ich das hier einsammle, dann ist meine Waffenkraft wieder voll. Ich kann die Dinger auch zerschießen, allerdings geht dann meine Waffenkraft alle. Und was ich ein bisschen komisch finde, auf der Hand habe ich irgendwie so ein paar rote Pixel, die da irgendwie nicht hingehören. Ja, vielleicht sind es Pickel oder sowas. Das Spiel ist relativ schnell, man hat eine relativ hohe Laufgeschwindigkeit. Die hat man immer. Ich meine, man kann auch nicht langsamer laufen, wenn man das gerne möchte. Weil auf Shift befindet sich hier halt dieses Arsenal. Hier können wir nochmal gucken.
Hier ist unsere Pistole. Wir sehen gerade, das Spiel wurde also nicht von einem Sportschützen designt, sondern die Macher wussten, Revolver sind auch Pistolen. So, die kann ich zerballern. Ja, genau, da muss man ein bisschen aufpassen. Manchmal explodieren diese Dinger. Ich meine, die kleinen sind relativ ungefährlich. Die größeren, die schon brennen, die können einem Leben abziehen. Ist ein bisschen wie ein Diablo. Na komm. Ich glaube, das hier geht von alleine runter. Aber ich glaube, das geht zur anderen Seite. So, wo ist dann der Ausgang? Hm, hier ist der Ausgang. Hier ist nochmal so ein kleiner Tanzskorpion. Die springen nämlich immer hoch. Und die sind irgendwie unglaublich stark mit Ketchup gefüllt. Man sieht immer so eine Gedärme-Animation. Obwohl ich glaube, Skorpionsgedärme sehen so nicht aus. Aber ich meine, die Macher haben sowieso eine Animation für mehrere Gegner benutzt, was den Gore-Faktor angeht. Und typisch Spalt-Engine, wir können auch Wände zerstören. An dafür vorgesehenen Orten. Ich meine, es ist sowieso eigentlich klüger, die Skorpione mit der Machete zu töten. Ich meine, die sterben dann mit einem Schlag. Muss allerdings ein bisschen vorsichtig sein. Sehr gut, okay, da geht es einmal am Kreis. Hier sind wir hergekommen. Das, meine ich, war ein Schalter. Genau. Ich meine, ich habe das früher mal, vor Jahren, wollte ich das irgendwann mal unbedingt spielen, weil ich einmal alle Beilende-Spiele gespielt haben wollte und habe das dann auf meinem 700 MHz PC zum Laufen gebracht. Beziehungsweise wahrscheinlich dann die PC-Version. Wie gesagt, das hier ist die PlayStation 1-Version. Welcome, Mortal. I am King Ramses. When my body was laid to rest here, my name was not forgotten, and my spirit was blessed in the realm of the dead. For centuries I lived in splendid afterlife, among the most powerful gods of the world. Now, my eternal sleep has been broken by a savage race of creatures known as the Tiamat. These beasts have stolen my mummified corpse and are draining the power from it to use as their own. If they succeed, chaos will spread across the earth like a terrible wave of fire, burning all living things in its path. The world as we know it will die a painful death. It is you, Great One, that must do justice for the sake of mankind and shun this evil. Seek out the six treasured artifacts that once adored my tomb, given to me by the most powerful gods of Egypt. They too have been stolen and scattered across the valley and are highly guarded. These artifacts hold great powers and will help you on your journey. To begin your search, travel to Karnak and cross the high ridge on the east side of the village. Here you will find a great sanctuary that holds the first of the six mighty artifacts. If you happen to lose your way on your travels, return to this tomb, and I will give you guidance. Fear not the power of the Tiamat. Instead, embrace the powers of the Egyptian gods. They will help carry you to victory. Nice. Das habe ich jetzt nur leider kaum verstanden, weil es für mich unglaublich leise war. To begin your search, travel to Karnak and cross the high bridge on the east side of the village. Here you will find a great sanctuary that holds the first of the six mighty artifacts. Das habe ich jetzt leider kaum verstanden, weil das unglaublich leise war. Ich habe es für euch natürlich jetzt lauter gemacht. Ach, der sagt immer wieder das Gleiche. Okay, kein Problem. Sehr gut, das habe ich jetzt für euch lauter gemacht, weil es für mich unglaublich leise war. Und ich finde das auch relativ geil. Jetzt tut mir das ein bisschen leid, dass ich mich mit diesem Anubis-Echse so ein bisschen das Spiel lustig gemacht habe. Denn es ist unglaublich cool gemacht teilweise. Hier lag diese alten, theatralischen, bedeutungsvollen Stimmen, besonders auf Englisch. Und diese Kammer sieht doch richtig geil aus. Man kann sie hier draufstellen. Man hat hier das Grab und da hat man hier so einen Anubit, der dabei ist, eine Mumie zu mumifizieren. Sehr nice. Und auch hier die ganzen Sachen. Aber ich sehe gerade... Ach, stimmt. Wenn ich nach oben gucke, dann kippt die Fackel mit. Ich glaube, im Original konnte man nicht nach oben gucken. Und deswegen gibt es hier manche Sprites, die so ein bisschen fehlerhaft sind. Ich finde ja witzig, wie die... Denn die Fackel, die ist nicht nur längs fixiert als Sprite, wie das in Doom auch der Fall ist, sondern sie ist auch
Beziehungsweise sie ist nicht nur vertikal fixiert, sondern sie ist auch horizontal. Ach Quatsch. Sie ist nicht nur vertikal, also horizontal fixiert, sondern sie ist auch vertikal fixiert. Ja, das ist richtig. Wir haben auch schon eine ganz schöne Verzerrung nach oben und unten. Ich muss mir gleich mal den Himmel angucken, ob da auch ein Loch drin ist. Gebt euch mal das Kamel. Oh, wie geil, das kaut sogar. Alter, das sieht so richtig trashig aus. Und das dreht sich wahrscheinlich auch mit. Und lass mich raten, dann muss das auch... Lean back. Oh, jetzt hat mir das Spiel so schön den Pharao mit der schönen Stimme präsentiert. Und kommt dann halt dieses Kamel. Oh, geil, daran kann ich mich erinnern, als ich das einmal kurz Test gespielt habe. Oh, das Kamel sieht so witzig aus. Das ist einfach nur ein echtes Kamelbild, was sie ausgeschnitten haben. Haben dann diese Kauffunktion mit reingepixelt und haben das dann hier einfach so auf den Flur gestellt. Da steht ein Kamel auf dem Flur. Ich weiß nicht, kennt ihr noch den Hit? Da steht ein Pferd auf dem Flur? Wenn nicht, seid froh. Also hier steht ein Kamel auf dem Flur. Ich meine, das Kamel kann ich nutzen. Genau, da kann ich travel. Und dann darf ich mir aber, meine ich, noch nicht aussuchen, wo ich hin will. Wenn ich mir aussuchen dürfte, wo ich hin will, dann würden hier mehrere Pfeile blinken. Ich kann hier nichts drücken, sondern ich muss einfach hier, ist glaube ich sowieso egal, wo ich drücke. Ich komme jetzt in das nächste Gebiet. Ah, genau, Stiftung Himmel. Ja, genau, wie bei allen Spielen dieser Art. So, der Skorpion ist nicht glücklich, dass ich das hier mache. Wie bei allen Spielen dieser Art ist immer oben im Himmel einfach ein Loch drin, weil sich die Programmierer gedacht haben, Wayne, brauchen wir eh nicht. Der Spieler kann sowieso nicht nach oben gucken. Ich glaube, das hier, diese Sphären werden auch manchmal von Gegnern verlassen. Ich glaube, das hier ist Gesundheit, aber ich habe volle Gesundheit. Ja, das ist wieder Gesundheit. Ich bräuchte Waffenkraft, mir geht mich langsam die Munition alle. Oh, Anubit. Der Anubit ist so ein bisschen das Äquivalent zum Imp. Also in Doom gibt es die Imps, hier hat man die Anubiten. Übrigens kennen wir die Anubiten ja auch noch aus Age of Mythology. Da hatten wir die als eine der besten mythischen Standardeinheiten im Spiel. Hier ist es ein Gegner, welcher von der Meta her relativ dem Imp gleichkommt. Aus Doom. Leider nein. Und keine... Ah, das ist schon wieder Gesundheit. Waffenkraft? Nein, schon wieder Gesundheit. Ich brauche Waffenkraft, sonst muss ich hier gleich alles mit der Machete machen. Obwohl, die Skorpione gehen sowieso besser mit der Machete. Auch hier diese alten Zeichnungen, hier mit diesem Sonnenschein mit der Schlange über dem Kopf. Ich war ja als Kind unglaublich fasziniert vom alten Ägypten. Das hat sich dann irgendwann gelegt. Aha. Kleinen Jumpies hier. Das ist schon wieder Gesundheit. Also ich gehe einfach mal davon aus, ich glaube, die kann ich immer kaputt machen mit der Machete ohne Gefahr. Die Feuertöpfe, da muss ich ein bisschen vorsichtiger sein. Das Blaue, genau. Ach nee. Ach stimmt. Und man kriegt immer, das ist hier so ein bisschen geregelt wie bei dem Battle Royale Modus von Counter-Strike Source. Dem Battle Royale Modus von Counter-Strike Go und Jurassic Park 2. Die Waffenkraft, die ich einsammle, die zählt immer für die Waffe, die ich gerade ausgerüstet habe. Das heißt, wenn ich so einen blauen Block bekomme, ich glaube, das ist ein... Immer wenn ich so einen blauen Block bekomme, dann... und den einsammle, das ist jetzt hier ein Health-Blob, dann kriege ich Waffenkraft für die Waffe, die ich gerade ausgerüstet habe. Ich habe trotzdem mal Schaden gekriegt. Kann ich hierher? Hier ist ein blauer Block. So, wenn ich ihn jetzt mit der Pistole einsammle, dann zählt er auch für die Pistole. Und das Spiel scheint schon so ein bisschen Beleuchtung zu haben. Ja, der hat ein bisschen... Oh, wie fies, da liegt einfach... Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, da lag einfach eben sein Schädel. Ist jetzt ein bisschen fies für mich, denn die Projektilgeschwindigkeit von den Anubiten ist eine ganz andere als die vom Imp aus Doom. Ich bin voll das Doom-Gameplay gewöhnt. Ich bin einfach im Doom-Takt. Egal, was ich tue. Ich kann springen. Okay, ich kann so ein bisschen springen. Haben auch schon wieder ganz viele Skorpione. Ich muss Waffenkraft sparen. Genau, das hier, das ist Health. Das ist ein Health-Blob. Oh, da sind auch genug Angst drauf. Ach so, das war ein Skorpion. Ich dachte gerade Gesundheitsbonus. Das ist Waffenkraft. Aber ich meine, die kann ich sowieso nicht aufheben. Habe ich eine Sekundärfunktion mit der Machete? Nein, habe ich nicht. Dann hole ich mir die Waffenkraft für... Ach, die gibt es scheinbar auch in verschiedenen Größen. Okay, ich kann hier hoch.
Ja, da aber nicht hoch. Ich hoffe, ich kann wieder zurück. Müsste ich eigentlich, sonst wären die Spielentwickler ja relativ gemein. Ich muss mal gucken, wie sieht das denn hier aus mit einem Speichersystem? ESC. Pause, Options, Quit, Domain Menu. Und Quit und Resume. Machen wir mal Resume. Jetzt bin ich ein bisschen gesprungen, deswegen. Das sind Feuertöpfe. Und immer wenn die da stehen, kann man irgendwo eine Wand wegbomben. So, mehr kleine Skorpione. Skorpione waren früher allerdings als Kind auch so kurz mal meine Lieblingstiere. Ja. Was ist das? Ist das super total ultra Waffenkraft? Das wäre cool. Waffenkraft komplett erneuert. Das freut mich doch. Ach, ich kann einfach gedrückt lassen. So, da ist noch eine Waffenkraft, die ich nicht brauche. Was ist das? Symbol des Kriegers. Na, gucken wir mal. Karte. Karte, Ortskarte ein. Ortskarte. Vielleicht passiert irgendwas, wenn ich Ortskarte einlasse. Arsenal, Machete, Pistole. Wir kriegen hoffentlich gleich auch noch coolere Waffen. Ach, hier unten ist es. Wahrscheinlich muss ich irgendwas suchen. Das ist ein X, eine Sanduhr, ein Skarabäus und eine Sonnenscheibe. Slender haben wir noch nicht. Nochmal. Okay, das ist ein bisschen hart penetrant. Ach, das kann ich mit Tab wie bei Doom auch ein- und ausschalten. Ich habe so eine Karte wie bei Doom, welche sich... Nee, ich weiß nicht. Ich glaube, Original Doom konnte das nicht, die Karte drüber legen. Welches Spiel konnte das denn mit dieser Karte, die komplett über das Sichtfeld gelegt wird? Ich glaube, Diablo 2 hatte das auch. Müsste ich irgendwann mal gucken, ob Original Doom das kann. Da ist auch das X, was ich gerade eingesammelt habe. Sind das sowas wie Schlüssel? Und ich muss, um die Skorpione zu besiegen, leicht nach unten gucken. Scheint so. Ich gehe mal davon auf, dass das schon ein Schlüssel war. Und ich glaube, ich meine, die Karte ist auch hier zu Ende. Hier ist das nächste Kamel. Das diesmal nicht auf dem Flur steht. Aber da ist noch was. Hier kann ich nicht hin. Aber die können zu mir. Okay, kommt doch! Traut euch, kommt zu mir! Ich schmeiß euch so die Machete raus. So. Gut, dann gehen wir da hin. Travel. Ich hätte auch die Option Remain noch gehabt, okay. Ach genau, jetzt kann ich so ein bisschen wandern. So, jetzt habe ich die Möglichkeit, ich kann wieder ganz zum Anfang zurück. Ach, das heißt wohl, dass man dann wieder auch so ein bisschen wieder zurück kann, wie damals in Hexen. So, aber wieso sollte ich hierhin zurückgehen? Ich glaube, ich bleibe hier erstmal. So, hier ist das Kamel, das merken wir uns mal. Hinter das Kamel können wir nicht. Und irgendjemand hat entschieden, dass hier eine gigantische Fackel einfach mal stehen muss. Aber wir haben auch schon so ein bisschen was wie, teils dynamische Beleuchtung. Oh, Krokus! Nee, Moment mal, ich bin in ein ganz anderes Gebiet gegangen. Stimmt ja. Travel. Ich komme ja von Karnak. Und jetzt bin ich in Karnak-Heiligtum. Also, ich habe schon was erreicht. Jetzt haben wir hier diese Krokodile. Oh, wer war denn nochmal die Gibt es einen Krokodilgott? Ich kenne jetzt nur dieses Krokodil... Fledercuties! Aber ich glaube, die tun mir weh. Nein, das sind Vögel. Das sind Falken wahrscheinlich. Ja. So, Horus, der Falkengott. Ja, das sieht aber auch... Also für damalige Verhältnisse sieht das schon schön imposant aus. Achso, was ich sagen wollte. Dieses komische Krokodil, was die Seele frisst, wenn man... Da wird doch irgendwie vor dem Totenreich, da geht doch tot, also der gute Herr mit dem Ibiskopf, geht doch her und wiegt das eigene Herz. Und wenn das Herz leichter ist als eine Feder und man nicht gesündigt hat, dann kommt man in die Unterwelt. Und wenn das Herz zu schwer ist... Dann wird die Seele von so einem Krokodil gefressen. Ich und Ägyptologie. Okay, dazu muss man sagen, ist auch schon Jahrzehnte her. Und ich bin ein bisschen hart angeknabbert worden. Genau, geil, jetzt sehr schön. Das wollte ich noch in der Folge haben. Und zwar eine Besonderheit davon ist, man kämpft hier nicht mit irgendwelchen Zaubersprüchen im alten Ägypten, sondern man kämpft mit modernen Waffen. Und das hier, unschwer zu erkennen, ist das gute alte Zippig, aka M60. Und ja, wir können gleich...
Anubiden mit einem M60 schreddern. Und genau das war damals das Coole an dem Spiel. Und zwar finde ich auch wieder diese Mischung geil. Und zwar moderne Waffen gegen mittelalterliche Gegner finde ich immer relativ cool. Und ich bin ja auch immer wieder jemand, der sagt, man muss sich vorstellen, wie geil eigentlich auch das Szenario von Doom ist. Auf einer Raumstation gegen Dämonen kämpfen ist eines der besten Szenarienmixe, die ich kenne. Und ich würde mir... Das ist natürlich fies, dass sie den hier in den Gang platzieren, wo ich seinen Geschossen kaum ausweichen kann. So, und ich würde mir einfach wünschen, dass nochmal ein Spielentwickler hergeht, auch wenn es so ein Indie-Studio ist oder so, und einfach wieder so einen richtig geilen Mix macht. Zum Beispiel, einfach irgendwas. Cowboys gegen Dinosaurier. Das wär doch voll geil. So ein Velociraptor mit so einem Sharps-Karabiner abknallen. Das wäre doch mal cool. Okay, das ist das X. Du benötigst dann das Symbol des Kriegers. Okay, dann ist das Symbol des Kriegers nicht für alles, wie bei Hexen, sondern dann muss ich mir für jedes Level mein eigenes Symbol des Kriegers holen. So, Waffenkraft ist mehr als genug da. Ich meine, wenn ich mich richtig erinnere, dann ist, meine ich, die M60 die Standardwaffe. Also die hat man die ganze Zeit. Also damit, wie nenne ich das jetzt am besten? Ich würde mal am besten sagen Arbeitswaffe. Das ist die Waffe, mit der man den meisten Kram macht. Ich bin im Kreis gelaufen, aber hier ist ein bisschen Waffenkraft. Los, großer Horus, Gott der Rache, gewähre mir Waffenkraft, schenke mir M60 Munition. So, geht es hier runter? Hier ist was. Symbol der Zeit. Okay, dann ist das eine Sanduhr. Und hier haben wir das gute alte Henkelkreuz von manchen Ägyptologen. Von manchen älteren deutschen Ägyptologen als Henkelkreuz bezeichnet. Ich würde eher das Ankh nennen, weil Henkelkreuz, das klingt was man sich im Baumarkt kauft, wenn die Spüle nicht richtig funktioniert, wenn ich ehrlich bin. Entschuldigen Sie bitte, wo finde ich hier die Henkelkreuze? Ah, Symbol der Zeit. Sehr gut. Oh, das sieht sehr ungesund aus. Los, pack die Flak aus! Luftabwehr gegen Falken. Ich glaube, das sollen eindeutig Federn sein. So, das da hinten ist volle Waffenkraft. Ich glaube, ich tue mir aber weh, wenn ich da reinlaufe. Ich muss wahrscheinlich vorher irgendein Artefakt oder sowas finden. Ich finde auch cool, wie sich diese Dinger hier, diese Sphären, erst so materialisieren. Okay, da ist das Symbol der Kraft, wo ich hin möchte. Den Sprung schaffe ich aber im Leben nicht. Ich guck mal hier. Symbol der Erde. Okay, dann diese komischen Flügel mit der Scheibe sind das Symbol der Erde. Muss man wissen. Wo bin ich jetzt? Hier bin ich... Okay, wo bin ich hergekommen? Egal, Symbol der Zeit habe ich ja. Also gucken wir mal hier rein. So, dann sehe ich allerdings, dass das hier schon mit 25 Minuten schon etwas lange dran ist, das Video. Dann würde ich nämlich fast schon sagen, dann sehen wir uns hier nochmal den großen Tempel an. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Dann hoffe ich, euch hat dieser kleine Ausflug in die Anubis-Echse gefallen. Ich werde natürlich unten nochmal am besten in die Kommentare schreiben, welcher Port das jetzt wirklich ist und wo ihr den findet. Übrigens, wenn ihr Bock habt, das Ganze mal in einem Livestream zu sehen, wo ich das ein bisschen länger spiele als 20 Minuten, dann könnt ihr das auch gerne unten in die Kommentare schreiben. Gerade ist in den Livestreams ja eher Command & Conquer-Serie angesagt. Aber ich werde wahrscheinlich irgendwann nochmal Zeit finden, das zu spielen. Ich habe übrigens morgen frei. Ich muss mal gucken, was ich da mache. Aber ich müsste dann ja erst das Video schneiden. Das wäre ja natürlich doof, wenn ihr erst den Livestream zu dem Spiel seht. Erst den Livestream zu dem Spiel seht und dann dieses Einführungsvideo hier. Da habe ich bei den anderen paar Spielen auch schon das Problem, weil ich gerade unglaublich schneidvoll bin. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Dann könnt ihr hier meinen Kanal abonnieren. Dann könnt ihr hier jetzt einen Nachwuchskanal abonnieren, und zwar den guten Real Tiger. Der ist noch etwas jünger und macht auch so ein bisschen Waffen- und Videospiele wie ich. Da würde ich mich auf jeden Fall freuen, falls ihr den Nachschub unterstützen würdet. Dann könnt ihr hier eins von meinen und eins von seinen Videos sehen. Dann nochmal vielen Dank fürs Zusehen und bis dann.